Willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr mit einem ganz einfachen Trick möglichst viele Details aus euren Bildern rausholen könnt. Viel Spaß! So, und dann fangen wir auch gleich schon an. Ich befinde mich hier in Adobe Lightroom. Keine Angst, falls ihr das Programm nicht habt, ihr könnt euch die Testversion 7 Tage kostenlos runterladen. Falls euch das Programm dann gefällt und ihr es weiterhin verwenden wollt, dann müsst ihr 11 Euro dafür im Monat zahlen. Ihr habt aber auch noch Adobe Photoshop mit dabei. Jetzt fangen wir aber wirklich mal an. Als erstes gehen wir hier auf der Seite in die Grundeinstellungen und den Regler bei Lichter, den drehen wir erstmal ganz nach links. Danach gehen wir nach unten zum Tiefenregler und der kommt erstmal ganz nach rechts. So, jetzt haben wir ein schönes flaches Bild, mit dem wir von nun an weiterarbeiten können. Dann gehen wir nach unten auf den Regler weiß und drücken die Alt-Taste, dann wird das Bild schwarz und jetzt kommt der Regler erstmal ganz nach rechts und wird dann so lange wieder nach links geschoben, bis die ganzen blauen und anderen Farben wieder komplett weg sind und das Bild fast wieder komplett schwarz ist. Dasselbe machen wir nochmal unten mit dem Regler für schwarz, da wird das Bild dann weiß, dann kommt der Regler wieder nach links und jetzt wird er so lange nach rechts verschoben, bis nichts mehr zu sehen ist außer weiß. Wenn wir diese Korrekturen vollbracht haben, dann können wir den einfachsten Trick anwenden, um die Farben ein bisschen mehr herausstechen zu lassen. Und zwar wird der Kontrast ein wenig nach oben geschraubt und dann die Belichtung ein wenig nach unten oder auch nach oben. Wahlweise variiert bei jedem Bild so ein bisschen, aber ich habe in meinem Bild die Belichtung ein wenig runtergeschraubt. Als nächstes machen wir uns an die Klarheit des Bildes und wenn man diesen Regler nach links dreht, dann wird das Bild eben ein bisschen unschärfer und wenn man ihn nach rechts dreht, ein bisschen klarer, wie der Name Klarheit schon sagt. Auch diesen habe ich ein bisschen weiter nach rechts gedreht, nicht zu sehr, dann schaut es zu künstlich aus, aber ein bisschen Klarheit kann man immer hinzufügen. Als nächstes machen wir uns an die Details und hier bei der Schärfe muss man wirklich aufpassen, dass man da nicht zu viel hinzufügt. Erstmal habe ich mir mein richtiges Framing gefunden in diesem kleinen Vorschau-Monitor, da kann man nachschauen, inwiefern die hinzugefügte Schärfe das Bild beeinflusst. Einfach einmal draufdrücken, dann zoomt man raus und ein weiteres Mal draufdrücken, um wieder reinzuzoomen und sich einen Punkt zu suchen, bei dem man die Schärfe gut beurteilen kann. Ihr seht schon, nicht zu viel Schärfe hinzufügen, dann bilden sich Artefakte und es schaut ziemlich künstlich aus. Einfach auch hier mal an dem Regler ein bisschen dran rumspielen, bis man die passende Schärfe gefunden hat, sodass es einfach ein bisschen schärfer ausschaut und nicht künstlich. Das war es aber auch schon von diesen Lightroom-Einstellungen. Jetzt würde ich sagen, exportiere ich das Bild mal und dann können wir uns unser fertiges Ergebnis anschauen und auch einen Vorher-Nachher-Vergleich, inwiefern wir jetzt mehr Details in dieses Bild bekommen haben. So, hier ist nochmal unser Ausgangsbild, also hiermit haben wir angefangen und hier ist unsere fertig bearbeitete Version. Jetzt stelle ich die beiden nochmal nebeneinander und wenn ich jetzt mal ranzoome, dann sehen wir, ich hoffe mal, man sieht es auch noch mit der YouTube-Kompression, dass hier wirklich mehr Schärfe und mehr Details drin sind. Das war es jetzt aber schon wieder von diesem Video. Ich hoffe natürlich, wenn es euch gefallen hat und dass ich euch mit diesem kleinen, aber feinen Tipps und Tricks-Video weiterhelfen konnte. Wenn ihr jetzt noch mehr Videos sehen wollt, dann klickt einfach rechts. Oben habe ich euch einmal mein letztes Video verlinkt. Da ging es um meine Top 5 Schriftarten für Filme und Videos und darunter zu meinem vorletzten Video zu einem einfachen Bildbearbeitungstipp. Falls ihr noch mehr Bilder von mir sehen wollt, dann vergesst doch nicht auf meinem Instagram-Account nachzuschauen @yannix_fotos. Das war es jetzt aber wirklich von mir. Bis zum nächsten Mal.